So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir spielen heute einen Boss, einen Sack. Das ist ein Spiel, das hat 4 Runden und kriegt 4 Videos. Das ist Runde 1, deswegen seht ihr hier den ersten Sack. So. Damit haben wir schon fast alles erledigt. Ein Boss, ein Sack. Weil ein Sack ist schon da, fehlt nur noch ein Boss. Aber erstmal was entwickeln. Neben einem Boss enthält jede Folge ein Boss, ein Sack auch eine Entwicklung für meinen Pokédex. Dafür muss ich aber mal auf die Tags gehen, wo Pokédex steht. Dann nehme ich mir hier Tode Oma, ja, immer noch benannt nach Tode Oma, der Mahlzeit. Weil der hatte mir ja das Ticket geschenkt. Mit der Flöte musste ich 20 Bonbons verdienen. 20 Herzen vom Buddy, damit ich den entwickeln kann. Bonbons sind da. Kannst du entwickeln, ist neuer Pokédex-Eintrag. Und dann kannst du den direkt verschicken. Obwohl, ist das vielleicht ein gutes Pflanzen-Pokémon? Ist das ein gutes Feen-Pokémon? Ein guter Fee-Angreifer? Ich habe keine Ahnung. Deswegen machen wir mal den Stern weg. Verschicken das jetzt einfach. Weil egal, ob es gut oder schlecht ist, mir gefällt es einfach vom Design her nicht. Und jetzt ein Boss, ein Sack, ein Boss. So, ich bin jetzt hier angekommen. Da ist ein Beet. Da ist aber keine Arena. Die Arena befindet sich nämlich hier hinter mir und ist dieser Mülleimer. Wie ihr seht, es regnet auch. Das hier ist alles nass. Das ist auch nass, aber da muss ich mich jetzt hinsetzen, damit ich für euch hier diese... Oder ich hänge mich einfach davor. Wenn das funktioniert, reicht es ja, wenn ich mich so davor hänge irgendwie. Ich habe damals mal ein Team gemacht gegen Giovanni, mit dem ich gefühlt immer Giovanni gemacht habe. Dieses Team habe ich dann auch immer gegen alle drei Rocket-Bosse genommen. Gegen Cliff, Sierra, gegen Alo. Das hat sehr gut funktioniert, immer. Mittlerweile habe ich dieses Team ja nicht mehr, weil der Main-Account ist ja nicht mehr da. Das Team bestand immer aus einem Regirock, was die Schilde rausgelockt hat, einem Kyogre, weil zweites Pokémon von Giovanni war ja immer Boden, also hatte er einfach ein Wasser-Pokémon und das letzte bei mir war immer Despot da, weil am Anfang hatte Giovanni immer die Vögel, Steine werfen, das hat gut funktioniert. Irgendwann habe ich vielleicht das Regirock, glaube ich, ausgetauscht gegen ein Lucario, weil mit Lucario es einfach einfacher war, die Schilde rauszulocken und das auch effektiv gegen den Typ normal war. Jetzt habe ich dieses Team nicht. Ich wusste nicht, wer mich hier erwartet. Hier steht jetzt Arlo. Ich werde zu jedem Rocket Boss eine Folge machen. Ich werde versuchen, die Rocket Bosse zu bekämpfen mit dem Team, was ich gefühlt immer gegen Giovanni hatte, was ich gefühlt gegen immer jeden Rocket Boss hatte und gucken, ob ich es damit schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, weiß ich ja schon die Pokémon, die er hat und versuche ein entsprechendes Team zu nehmen, was effektiver ist. Ich würde also mit Lucario wieder versuchen, Schilde rauszuloggen. Sumpex ist auch gut zum Schilde rausloggen. Das ist der Ersatz für Kyogre, denn ich habe hier keine legendären Pokémon. Und Despot damit. So, eigentlich hat der Kampf gegen Alo gerade schon gestartet. Aber irgendwie war der Akku von der Kamera leer. Deswegen musste ich den nochmal abbrechen, jetzt nochmal neu machen. Beim zweiten Mal ist die Kamera einfach runtergerutscht, weil es so nass ist. Wir versuchen es jetzt nochmal. Verwenden den Rocket Radar, gehen auf das Team. Werden, wie gesagt, direkt wechseln zu Lucario, weil der mit Steigerungshieb eben schnell die Schilde rauslockt. Das heißt, das habe ich damals am Anfang gemacht, jetzt mache ich es auch. Das Handy reagiert nur kaum, weil der ganze Display auch nass ist. Überall sind Tropfen drauf. Das ist erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich sehe Knofenser. Knofenser ist auf jeden Fall ein leichtes Opfer, sage ich mal. Da musst du nicht mal effektiv sein. Guck mal, Lucario, hau das Knofenser hier raus. Ein Schild ist immer noch da. Wir gucken mal, was das zweite ist. Jetzt kommt eine Fee. Ein Psycho-Pokémon, meine ich. Psycho gegen Kampf. Das ist ja jetzt nicht so krass für mich. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viel Schaden er macht. Vielleicht schaffe ich es ja, einen Spukball zu zünden und mit dem Spukball das Simsala irgendwie rauszuhauen. Dann wäre das zweite Pokémon von ihm nämlich auch fort. Dann seht ihr, wie krass Lucario ist gegen die Rocket Bosse. Jetzt sind wir beim letzten, Xerox. Xerox ist auch Typ Stahl. Ich, Kampf, das müsste auf jeden Fall funktionieren. Schaffe ich vielleicht alles mit diesem Lucario? Das wäre richtig genial, nachdem alles die ganze Zeit rumgekackt hat. Angriff steigt, wir machen mehr Schaden. Wir sind aber raus. Was machen wir jetzt? Wir haben noch... Komm, wir nehmen mal hier Sumpex rein. Weil Sumpex auch schnell seinen Nebenschuss voll hat, womit wir draufhauen können. Ne, Lehmbrühe heißt das ja.
Jetzt machen wir einfach Lehmbrühe. Das senkt, glaube ich, den Angriff vom Gegner. Ja, dann müsste das Ding theoretisch schon fast tot sein. Und dann war das Alo. Also, ich habe kein Pokémon auf Level 50 dabei. Ich habe keine legendären Pokémon dabei. Das sind alles so normale Pokémon. Und es ist trotzdem recht einfach. Alo ist also richtig gut machbar. Bei Cliff damals bin ich am Aerodactyl immer gescheitert. Bin halb verzweifelt. Jetzt freue ich mich, weil Cliff ja keins mehr hat. Der hat ja jetzt ein Dratini. Und der Ball hängt wieder. Oh mein Gott. Auch beim Fangen seht ihr, das Wasser ist dein bester Freund. Ich hoffe, das Ding bleibt jetzt drin. Meine Füße tun weh, alles tut weh. Es ist drin, wir können euch abmachen. Wir können hier verschwinden und sagen, das war die erste Folge. Ein Boss, ein Sack. Ein Sack, ein Boss, was auch immer. 3000 zum Erlösen. Ich habe gleichzeitig eine Aufgabe, dass ich 100 Krypto-Pokémon erlösen muss. Finde ich halt kacke, weil ich nur welche erlösen will, die 1000 brauchen, aber das sind nicht so viel. Du kriegst gefühlt immer nur die anderen. Das heißt, das wird sich ewig ziehen. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Was ist euer Team gegen Alo? Habt ihr was genommen, was effektiv ist? Spielt ihr mit dem, was ihr immer genommen habt, auch damals schon? Ist euch egal, was der nimmt, weil ihr immer einfach draufhaut? Geht ihr strategisch vor? Schreibt es mal rein. Mein Lucario hat es auf jeden Fall geregelt. Gönnt euch Lucario, Steigerungshieb. Aber es gibt sicherlich bessere Teams. Schreibt euers rein gegen Alo. Wir sehen uns wieder bei Cliff oder bei Sierra. Und dann am Ende bei Giovanni. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses.